den wunderschönen Park, um ein bisschen runterzukommen und um ein bisschen von den Werken des Heimatdichters, unseres Heimatdichters Fritz Kuckuck zu genießen und zu lauschen. Begleiten tut uns heute an dem schönen Tag das Blasorchester Himmichhausen unter der Leitung von Fernando Cienfuegos. Herzlich willkommen. Ich begrüße euch und begrüße Sie auch recht herzlich hier an dem heutigen Nachmittag und wir hoffen, dass wir dieses so ein bisschen locker vom Hocker euch rüberbringen können. Ich beginne mit einem Gedicht, das Vater als letztes Gedicht oder eines der letzten Gedichte so ungefähr 4 Wochen vor seinem Tod geschrieben hat. Ich glaube, als Einleitung ist ein bisschen besinnlich. Und da kann man gut drauf zurückblicken. Es heißt an späten Tagen. Ich knüpfe manche zarte Bande, doch vieles ging so schnell zu Bruch. Mir stand kein Glück am Wegesrande, wenn meine große Stunde schlug. Hart hat das Schicksal zugeschlagen, als ich vermeintlich glücklich war. Dann habe ich still das Kreuz getragen, durch Tau und Tag und manches Jahr. Nun, da des Lebens Abendröte mir weiter neue Tage schenkt, weiß ich im stillen Dank gebete, Gott hat doch alles wohl gelenkt. Er ebnete mir meine Pfade als Prüfling hier und Erdengast und schenkte Kraft mir und auch Gnade bei täglich stiller Morgenrast. Er legte still in meine Seele der Lyrik großen Edelstein. Und dann ein Lied in meine Kehle und den Triumph zum Glücklichsein. Und jetzt am Ende meiner Tage sag ich besinnlich Dankeschön. Die Zeit war reich an Not und Wagen, jetzt kann ich ruhig schlafen gehen. Eines seiner bekanntesten Heimatgedichte ist der Hymnus Europa, denn er war schon damals immer ein Verfechter des freien Europa. Und das hat er Anfang der 70er Jahre bereits zum Ausdruck gebracht. Und diese 6 Gedichte werden wir jetzt hören. Den Anfang macht bei Felix. Sehr gerne. Mit meiner Heimat Himmichhausen. Meine Heimat Himmichhausen. Kleines Dorf im Waldgewande, Diadem aus alter Zeit, bist das Schönste hier im Lande, wo man hinschaut, weit und breit. Träumerisch mit Quell und Brunnen grüßt du jeden Wandersmann, schaust so lieblich und versonnen jeglichen Besucher an. Was dir Berg und Wald beschieden, Dörflein traut und schlicht und klein, ist der wahre Heimatfrieden, ist ein stilles Glücklichsein. Sehr häufig ist er an der Emmer gewandert, von Langeland bis Rittner Steinheim, Lüchten und so weiter und so fort. Und hat dann dieses in sehr schöne Worte gefasst. Die Emmer. Ein Rinnsal nur, so lilfloß klein, geboren aus dem Felsgestein. Sucht seinen Weg und quirlt und schlüpft und murmelt kindlich, springt und hüpft. Vom Eggehand durch Wald und Feld und freut sich dieser schönen Welt. Sie schlängelt sich durch lange Land und küsst nach Erkentrupp gewandt, so silberklar in Tag und Tau, das Burgfräulein in Merzheims Au. Jetzt wird das Bächlein Hellewach, der immer wird zu einem Bach. Und übermütig wie sie ist, verwendet sie noch eine List. Sie springt dann ab und voller Flausen hin zu dem schönen Himmichhausen. Dort lässt sie sich in grünen Auen vom Diemberg mit der Fischbach trauen. Vereint im Uferbett zu zweien, fühlt sie sich nicht mehr so allein. Allmählich findet sie die Ruhe und alte flachen Lande zu. Durch Önhausen nach Nieheims Norden ist sie jetzt schon ein Fluss geworden. Der nimmt den Weg zu Steinheims Becken, spielt hier noch hier und da noch mal Verstecken. Und schäkert liebevoll bescheiden mit alten, krummen Uferweiden, die stetig, auch in Sturm und Wind,
das Wahrzeichen der Gegend sind. Still tritt des Flusses Silberband ins wunderschöne Lipperland. Grüßböbbel und das Städtchen Schieder lässt sich in neuen Stausee nieder. Glucksend zieht die Emma dann vorbei noch an St. Kilian durch Lüchtes weite Heimatflur Bad Pyrmont zu, doch nicht zur Kur. Und nimmt den Weg nach freier Wahl in das bekannte Emmertal. Bis bei der Rattenfängerstadt der Emmerlauf ein Engert. Hier hat die Weser hochbeglückt, das Engelkind ans Herz gedrückt. Wir aus Westfalen. Wir hinter dem Pfluge, im Schacht und in Schmieden. Wir tragen im Herzen den inneren Frieden. Wir lieben das Wahre und nicht den Schein. Wir wollen der Nachwelt ein Vorbild sein. Wir aus Westfalen. Ging still zur Neige. Der Abend war so hell und klar, die Grille zupfte ihre Geige so liebevoll und wunderbar. Ein Jägersmann, ergraut und weise, getarnt durch seinen grünen Rock, saß hinter einer Heckenschneise, verschwiegen an auf einen Bock. Der Bock trat aus, so stolz und prächtig, doch stand dem Schützen er zu spitz. Und diesem schlug das Herz so mächtig auf seinem unbequemen Sitz. Das Büchsenlicht begann zu schwinden. Der Bock zog spitz zum Heckenzaun. War plötzlich nicht mehr aufzufinden in seinem Kleide rot und braun. Doch zwischen einer Blätterlücke schob sich ein dunkler Fleck hervor. Und da begann der Schicksalstücke, teils mit dem Pech, teils mit Humor. Der Schütze ließ die Kugel fliegen. Das war das Ende von der Birsch. Er fand im Schweiß verendet liegen ein Pferd. Man sagt auch Deichselhirsch. Das sind übrigens alles wirklich wahre Begebenheiten gewesen, die sich meistens so in den 50er Jahren zugetragen. Spiegel auch Anfang der 50er Jahre. Früher hatten die Leute ja mit Kühen geackert. Und das war dann nicht mehr zeitgemäß. So 52, 53 war dann die hohe Zeit, wie dann, na gut, da musste man, muss ein Trecker her, ne? Der Nachbar hatte schon einen, jetzt wird es Zeit, dass Franz Auer kriegt hier. Und passierte dann folgendermaßen, wie er mit dem Trecker umgehen konnte, ist noch nicht bekannt, das sehen wir gleich. Franz hat er Kühe, du kannst das, doch sind die Vogel. Der ist auch schwatt, als heutzig ein Trecker kaufte und dir an Biertre da klopfte. Der Trecker kam, heu setzig drupp, vor dem Lande run und rupp,
mal richten und schwierst, Diäten schlieben, oh, das voran schneller beschrieben. Dann hingst du flink und mag den Spaß, solange heu oben Land aus. Da fahr heu über Stock und Stein, mit Stadtgas auch ne Führerschein. Doch Sorgen waget ihm das Schallen, das Kuppel, Bremsen und das Hallen. Heu würde den ganzen Dach, bis der das hinten wie Woll und Ach. Heu vorne Jus in stillen Hurpen, der Volk und Wölldören Urpen, nie wohl ein Weise von der Kunde, krachs, krachs und von der Dielen Runden. Heu mache, brrrr, oh Winkmalöhr. Und manche Späne spielen Spielten, was euer Eimer wir bieten. Frau Bauer Franz war nachher gescheitert, wusste, dass der Trecker nicht auf Brrr reagiert wie seine Kuh. So, für meine Geschichte wäre das jetzt. Meine Stunde ist um. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Thank you.